Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Hochbergmann. Ja, die Gärreste sind ausgebracht auf den Feldern. Jetzt heißt es auch mal eben zu fortgeschrittener Stunde die Getreidetrocknung in Gang bringen. Ich habe zwischen den Folgen die Enten noch gefüttert und die kompletten Eierspawn-Regale leer gemacht. Jetzt war es gerade 20 Uhr und das heißt schon wieder kein Platz mehr für Eier bei Hühnern. Damit ist ja die Entenzucht gemeint in diesem Fall. Ja, das Ding, unglaublich. So, wir werden jetzt hier, wie gesagt, erstmal in aller Ruhe die Getreidetrocknung in Gang bringen. Dann habe ich bei den Schafen, was waren es jetzt, 10.500 Liter Wolle einmal in unser Lager gebracht. Trotzdem, wo ist denn das jetzt reingefüllt? War noch gar nicht unten. Jetzt hatte ich auf dem Zettel, dass du den nur beladen kannst, wenn der unten ist. Aber, naja, gut. Ja, die drei Tiere, die wir zweimal am Tag füttern müssen, sprich Ziegen, Schafe, Kühe hier am Hof sowie die Enten, die sind versorgt. Die kommen also über die Runde. Mir gerade nicht sicher. Der Metzger müsste, glaube ich, bis 22 Uhr geöffnet haben. Also da ja, neue Tiere schon mal hinbringen. So, und dann noch einmal 8000 Liter, dann sind wir hier voll. Unten ist er. Ja, und dann warte ich auch darauf, dass der Sattelauflieger bei der BGA leer wird, damit wir das restliche Getreideschrot holen können. Hashtag Schweinezucht, Schweinefutter. Gut, ob das jetzt so clever ist, den ganzen Weg hier rückwärts zu fahren, sehen wir gleich. Aber wir wissen ja, langsam rückwärts, dann funktioniert das auch einigermaßen.
So, einmal die Beladung zurückstellen. Natürlich hier, jetzt habe ich nicht nach dem Methan geschaut, aber du kannst aus. Mal die Klappe zu. Offensichtlich kein Methan drin, oder was? Sind 80 Liter drin, was willst du denn? Gut, es wird nicht reichen, aber. Wie ging da rein? 2000, glaube ich, ne? Ich glaube, Glanz ist leer wieder nicht. Ich habe es unmittelbar, genau. Unmittelbar vor der Folge schon mal gemacht. Dass ich für die Besorgung der Getreidetrocknung mal einen kleineren Anhänger bekomme. So, die kleine Menge sollte jetzt ja recht schnell gehen. Ja, das hätte ich eigentlich jetzt vor der Folge machen wollen, aber Asche auf mein Haupt, da habe ich nicht dran gedacht. So, Methan voll, getrocknetes Getreide. Ja, gut, den 1 Liter, wir kennen es. Einmal aktiviert. Bevor ich den 516 da über einen Haufen jage, machen wir lieber hier rum. So, Vorsicht, seekrank. Ach ja. So, da bist ja.
Der dürfte ja voll sein, oder? Ja. Dann sehe ich hier 477. Die nehmen wir mit. Ach Gott, ich wollte das Beet ja noch umstellen. Das können wir auch noch mal ganz schnell machen. Weil das Regal ist wieder voll. Dann gehen wir hier wieder auf Direktverkauf. Sehr gut. So, was haben wir? 17, 6, 10, 19. Neun Stück, alles klar, nehmen wir mit. Dann haben wir noch ein 17 Monate altes mit. Ups. So, auf zum Metzger. Ja, den MAN da vorne, den habe ich schon gleich da stehen gelassen, weil wir da auch ja noch Regal noch wieder leer räumen müssen. So, der Laden hat zu, aber der Hof noch nicht, richtig? Hier. Sehr schön. Ups. Dann
Dann kannst du hier schon mal, das ist der Schlachthof, hier ist der Metzger, kannst du hier schon mal starten. Dann darfst du da auch starten. Dann kann ich nämlich gleich noch das 10. Schwein ausladen. Danke sehr. Falsche Taste. So, wie ist es um die Kollegen hier bestellt? Nur noch 106 Geißel. Da können denn auch wohl 10 her. Das noch. Dahin geben wir uns halt auf jeden Fall. Folgenlänge wird ein bisschen knapp, aber. Die ist aber auch ja kein Gesetz. Na, lass mich los. So, den packen wir jetzt mal hier hin. Wie, bin ich im Trigger oder was? Da ist der Trigger. Bitte, 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 bitte. 85, 230, 130, dann werden die das wohl sein. 10 Stück bitte. Alter, der Stall war schon fast wieder voll. Hammer. Hammer. So, wie Sie sehen, sehe ich gar nichts. Ja, die Meldung, du. Da werden wir jetzt auch erstmal was gegen machen. Das weiß ich aber ganz genau.
Ich suche ja immer noch das 30 km/h-Schild hier, ne? Ich hab's noch nicht gefunden. So, was ist die noch im Abladen hier? Ist auch wieder eine über, man kennt's. Danke sehr. Gut, dann hat er es wieder zu tun. Schießen hier dann in einer der nächsten Folgen her und machen das Regal leer. Für diese Folge würde ich sagen, machen wir Feierabend. Ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.